Diese starren Eltern versuchen verzweifelt, in ihre Bruthöhlen zu kommen und ihre Jungvögel zu versorgen. Die Geschichte nimmt aber ein tragisches Ende, denn die Höhlen wurden zuvor mit Bauschaum zugekleistert und verschlossen. Anwohner beobachteten die Situation und alarmierten die Wildvogelhilfe des NABU Leipzig. Carsten Peterlein und seine Kollegen der Wildvogelhilfe rückten sofort aus, um die Löcher wieder zu öffnen und die Vogelbabys zu retten. Also wir wussten, dass sich da drin Junge befinden, weil die Altvögel mit Wurm im Schnabel angeflogen kamen. Und dadurch wissen wir natürlich, dass Vögel drin sind. Wir konnten, nachdem wir über viele Umstände diese Höhlen wieder öffnen konnten, in 8 Höhlen 5 Tote leider nur noch bergen und 3 Lebende. Und davon haben 2 überlebt, von den 3 Lebendgeborenen. Die überlebenden Vogelbabys wurden von der Wildvogelhilfe aufgepäppelt und einem anderen starren Paar übergeben, die als Ersatzeltern fungieren. Die meisten Jungvögel konnten allerdings nicht gerettet werden. Wer trägt die Verantwortung für diese Tierquälerei? Das ist die Hausverwaltung, die den Auftrag gegeben hat. Jetzt wissen wir nicht, ob der Auftrag vielleicht im Winter erteilt wurde und das hätte auch vor der Brutzeit stattfinden können. Leider hat es aber jetzt zur Brutzeit stattgefunden. Und wir sagen immer zwischen März und September, bitte keine Bruthöhlen verschließen, weil da möglicherweise eine Brut drin ist. Die Verantwortung trägt am Ende auch die ausführende Baufirma, eine Malerfirma oder Fassadenbaufirma, die das hier repariert haben, die das wissen müssen und vor allen Dingen auch mitkriegen, weil während der Abläufe, das ist beobachtet worden in der Nachbarschaft, die ganze Zeit die Vögel versucht haben reinzufliegen in die Höhlen. Natürlich nicht gelungen ist, weil das ignoriert und verschlossen wurde. Der NABU Leipzig hat den Vorfall zur Anzeige gebracht und den Verantwortlichen drohen hohe Geldstrafen. Diese Situation ist aber leider kein Einzelfall, denn immer wieder werden Tierschutzgesetze missachtet, oft mit einem schlechten Ende für die Tiere. In der Nachbarschaft wecken die Bruthöhlen in der Fassade viele Emotionen. Während unserer Dreharbeiten kommt eine aufgebrachte Anwohnerin dazu. Carsten Peterlein fasst die Situation zusammen und erklärt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja, wir haben gerade mitbekommen, dass eine Anwohnerin sich tatsächlich auch darüber beschwert hat, dass diese Höhlen jetzt in der Fassade sind. Es betrifft ihre Wohnung, vielleicht könnte da Feuchtigkeit eindringen. Natürlich kann man die Fassade reparieren. Ne? Jeder Gebäudebesitzer, dem ist das ja nicht untersagt, seine Fassade zu reparieren. Das soll bloß möglichst nicht zur Brutzeit sein, sondern eben außerhalb der Brutzeit. Wir sagen immer zwischen März und September bitte nicht. In den anderen Monaten geht das. Genau, wir haben auf unserer Internetseite ein reichhaltiges Informationsangebot zu diesem Thema. Ich würde mal den Link ganz kurz nennen. nabu-leipzig.de/Wohnungsnot. Das betrifft in dem Fall die Vögel, die auch wirklich in Wohnungsnot sind in unserer Stadt. Und da sind doch viele Informationen, wie man es richtig macht. Die meisten Bruthöhlen wurden durch die Arbeiten zerstört oder vergrößert. In einer kleineren Höhle versucht aktuell wieder ein Starenpaar zu brüten. Der Konflikt zwischen den Anwohnern und den Tierschützern bleibt. Fest steht aber, dass Bruthöhlen während der Brutzeit auf keinen Fall verschlossen werden dürfen.